Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Projekt mit dem lieben Colin, oder er gesagt Kingslord. Ja, ja, man kann auch sagen Colin, ne? Colin, ja. Yeah. Jo. Ja, wir sind hier bei einem neuen Projekt tatsächlich. Also, tatsächlich, man muss, ja. Man muss dazu sagen, weil man sieht das wahrscheinlich schon hier. Oh, der Fusch, der Vogel. Klar. Ja, der läuft bei dir. Wir haben schon angefangen und vorgebaut, aber wir haben auch nur ungefähr 2 Stunden gespielt oder so, und wir haben aber noch nicht wirklich so Equipment, also wir waren noch bei keiner Höhle, wir haben noch nicht viele Urmenschen, okay, das nehme ich wieder zurück, aber wir haben halt nur schon mal so eine Unterkunft gebaut und wir werden euch alles mal zeigen, und das ist jetzt das 2. Video auf meinem Kanal und ich freue mich schon. Ja, bei mir müsste das, keine Ahnung, das wievielteste Video sein, weil ich habe ja schon vorher Videos gemacht. Und Sephoris macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung, wenn ich eine Ansage im Video mache. Danke. Weil der Sound vom Wind. Muss ich anscheinend doch in die Einstellungen gehen. Nice. Ja. Sollte jetzt, glaube ich, ein bisschen leise sein, Sephoris. So, cool. Ja. Dann mal zu, ne? Also, ja, stimmt. Also, hier haben wir unser Haupt. Das ist, genau. Das ist noch in den Anfangszeiten, aber es wird. Es wird langsam, aber sicher. Langsam, wir haben nie so viel, genau. Zeit zum Zocken und deswegen, ne? Schönes, ja. Ja. Bescheid. Und ich denke mal, mein Spielgeschehen, das wird laggen ohne Ende. Das kann ich mir vorstellen. Ah. So, warte mal. Jetzt, hier haben wir dann unsere Reserven. Lagerfeuer, Essen und Trinken. Und eine sehr schöne Aussicht, muss man sagen. Eine Aussicht auf einen schönen See, ne? Aussicht auf gutes Wetter, würde ich sagen, ne? Ja, ja. Und hier haben wir dann halt uns eine kleine Mauer gebaut, damit diese fucking... Ich meine, damit diese unglücklichen, verlorenen und Wesen, Vormenschen oder was auch immer das ist, nicht zu uns kommen, denn wir möchten mal allein sein. Ja, das ist unsere Eingrenzung und unser Bereich. Und da wollen wir auch ungestört drinnen umherwandern und leben, ja. Und da steht ein Reh. Bei unserem Baumhaus. Was? Okay, das habe ich. Nein, das hat nicht. An Gronkh. Bei der Stelle. Guckt euch das Let's Play bei ihm an, das ist mega nice mit Topi. Ja, hier haben wir ein Baumhaus. Und was zum Geier? Was denn? Hast du den Stock misshandelt? Nein, also, hey, das war das. Naja. Ja, wir müssen sowieso mal irgendwie mal auf Wanderschaft gehen und so, ne? Also. Ja, da müssen wir halt echt. Also wir brauchen noch einen Topf und wir brauchen noch ein bisschen Knochen für die Knochenrüstung. Da habe ich gerade nur 3 Teile. Also, doch, wir müssen noch ein bisschen uns ausrüsten. Ich habe 5 Teile. Ich glaube, die ersten paar Parts werden so ein bisschen auch, also, ja, ein bisschen Erkundungstour und ein bisschen halt bauen. Also, weil, guck mal, wir haben jetzt noch viel vor, weil wir möchten ja unser Lager auch. Genau. Ja. Und dazu brauchen wir eben nur mal Ressourcen und jeder kennt Sephoris, genau. Also von daher. Oder zumindest überwiegend. Colli hackt bei mir so manchmal ab mit dem Sound, aber das macht nichts. Weil wenn ihr dann ein Part von seinem Satz nicht hört, könnt ihr einfach hineininterpretieren, was er gesagt hat. Weil das ist genau. Auch voll interaktiv. Genau. Man muss bei dem Let's Play zuhören und auch selber mitdenken. Ja, so gesehen, ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Ja. Gut, und jetzt würde ich sagen, erstmal pennen gehen, oder? Also, ja. Ja, okay, ja, nee, mal sehen. Ich noch nicht pennen gehen. Ich brauche Knochen. Richtig schön zu sehen wäre vielleicht, dass The Forest nochmal ein paar Updates oder so bekommen würde. Weil, wann kam das letzte Update von The Forest? Keine Ahnung. Aber es war auch nicht so doll. Oder ein paar DLCs oder so. Keine Ahnung. Als. Pulli, dein Bau. Ja. Meine Wohltätigkeitswampe. Ich da klaro. Ey, Survival!
Kleister. Ah ja. Oh. Das kriegen wir noch, ich habe keinen Ausbauer mehr. Nein, und Ausbauer. Ich kenne mich mit der Steuerung leider fast nicht mehr aus, also nicht wundern, wenn ich öfters mal aus dem Spiel rausseppe, beziehungsweise einfach mal irgendwas drücke, was oder nicht finde auf Anhieb, was ja nicht den Maßen entspricht. Mann, weißt du, ich wollte ja gerade das noch ansprechen, dass ich die Jägerin bin und du der Holzfäller, ne? Weil ich ja immer hier das Essen besorge und du immer das Holz. Ja, jetzt hast du es angesprochen. Irgendwie, ja. Aber irgendwie hat sich das ein bisschen geändert. Was habe ich denn bisher gejagt? Ich hab's. Woo! I'm back. Ja, genau. Okay. Erstmal das liebe Fleischstückchen hier. Alter. Oh, ich habe kein Inventar. Ich glaube, nach der Aufnahme. Ja. Oh, ich habe viel Fleisch. Tatsächlich. Alter. Jetzt merke ich sogar im Spiel, dass das nicht flüssig läuft. Also ich hoffe, dass die Aufnahme überhaupt was wird. Man kann schon mal sagen, wir werden unregelmäßig aufnehmen, aber wir werden aufnehmen. Wird nur dauern. Das ist so... Oh, danke. Das ist... Ein Stein. Ja. Ein Stein. Ich habe zu viele Steine, deswegen konnte ich die nicht aufnehmen. Ja, danke. Ja. Drückt meine Wertschätzung aus, weißt du? Ein Stein! Okay. Darüber will ich nicht reden. Dann weißt du, was soll ich sagen? Ja. Nee, hab's Baum. Vergessen. Genau. Achso, ja, was an diesem Platz hier gut ist tatsächlich, hier sind ultra viele Rehe. Ich glaube, das merkt man gerade. Das waren jetzt hier schon 3 Rehe, hier ist noch eins. Super. Ich glaube, das war das größte Problem, überall eine Rehe im Weg zu stehen zu haben. Ja, aber wir. Aber das halt Lustige war, wir haben die nie bekommen, beziehungsweise ich. Und ich habe zu spät reagiert. Was ist denn mit dem Spiel los? Ja, das Spiel, das ist eben das Spiel, ne? Also, du, ich muss mal Fleisch aufhängen. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Ich habe auch Hunger, wie ich gerade sehe. Ich glaube, eins ist vergammelt gewesen. Boah, Mann, das ist nun mal die Natur. Fertig. Oh, gibt's doch nicht. Oh, ich habe volles Butter. Was hast du? Na, ich hab den Fisch, der da hing. Den Fisch. Mensch, bist du toll. Du hast einen Fisch. Ah, Fisch? Fisch, ne? Getrunken noch was? Wollen wir hier eigentlich in dieses Gebäude auch irgendwie Möbel und sowas reinstellen oder wollen wir immer im Baumhaus schlafen? Würde ich sagen. Doch. Ich würde sagen, dass wir erstmal pennen gehen, ne? Ja, das wäre vielleicht sinnvoll, weil es ist Nacht und ja. Es ist dunkel. Dunkel bedeutet nie gut eigentlich. Vor allem nicht bei so einem Survival-Game. So, können wir mal sehen, ob ich von der Zeit her schon schlafen gehen kann. So. Z. Ja. Schon wird geschlafen. Sleeping Time! Speichertime! Oh, ja, du hast recht. Da muss ich noch mal kurz hochhüpfeln. Oh, der hat sofort Essen verloren. Der muss glatt noch mal essen. Ja, das ist echt Mensch, anstrengend. Ich muss dich auch süffeln. Was habe ich? Habe ich es gerade weggeschmissen? Nein, ne? Habe ich nicht, oder? Oh, eieiei. Ups. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Hey. Mensch, du bist... Ich bin so heiß. Feuer! Hä, Mann, aber jetzt mal... Ich war so heiß gerade, es tut mir leid. Es ist immer heiß, auch ohne Feuer. Ah ja. vergesst, was ich gesagt habe. Wollen wir mal losziehen? Würde ich sagen, also ich würde sagen, ja, wir ziehen mal durch. Ruhig, ja. Ich nehme mal Essen mit, weil... Wollen wir jetzt schon auf Wanderschaft gehen? Würde ich sagen, doch, ja. Weil ich würde sagen, wir machen jetzt diese erste Folge knapp erstmal bei 10 Minuten. Einfach nur mal zum Einstieg, um dann nachher nochmal in Einstellungen und so zu verbessern und so. Dass wir dann erst in der nächsten Folge auf Wanderschaft gehen. Weil es sind jetzt gleich 10 Minuten. Okay, also erstmal bauen wieder. Genau. Also dass wir erstmal, ja, Abmoderation und so, ne? Ja. Und in der zweiten Folge gehen wir dann auf Wanderschaft. Beziehungsweise wir werden weiter bauen an dem, was wir noch haben. Ja.
dann sieht man sich dann, warum? Beziehungsweise man hört sich, je nachdem, ob ihr, oder egal, ob jemand das überhaupt schaut. Achso, ja, ja, es sind 10 Minuten durch. Achso. Dass man erstmal eine Folge hat und dann nochmal sehen kann, Einstellungen, bla bla bla, weil ich denke mal, die Aufnahmen werden länger. Ich habe die hier nebenbei am Fernseher laufen und das ist nicht gerade das Flüssigste vom Ei. Okay. Also, und so, dass wir dann quasi mit der nächsten Folge dann auch schön auf Wanderschaft gehen. Also war das eher mal so ein Einführung? Das war jetzt die Einführung. Ja, okay. Und dann... Ja. Ich bedanke mich für die Aufnahme. Kann man so sagen. Ja, ne? Alleine aufnehmen ist sowieso immer kacke, deswegen zu zweit ist immer schön. Genau. Läuft bei uns. Gut, dann würde ich trotzdem nochmal sagen, kurz ans Feuer setzen. Ja, genau, wir setzen uns jetzt noch schön ans Feuer. Ins Feuer setzen. Ich meine, ans Feuer setzen. So, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht für die erste Folge. Ja, und in der zweiten geht es dann weiter. Genau. Wir sehen uns in der zweiten Folge. In der zweiten Folge. Genau. Okay. Und ciao. Tschüssi.